Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und wir wollen jetzt heute mal gucken. Ich wollte diese Folge eigentlich unter dem Titel WTF Base Polizei machen. What the fuck? Base Polizei. Jetzt habe ich mir aber überlegt, ich habe mich runtergedroppt. Und beim Runterdroppen sind mir so komische Sachen passiert. Ich habe nur solche Bases gefunden und vor allem nur mit einigermaßen viel Loot. Sind die Leute nicht mehr aktiv oder was ist hier los? Wir setzen jetzt einfach mal hier einen hin. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal auch nur hier den Loot ein bisschen mitnehmen. Dann gucken wir einfach mal. Da vorne ist noch ein X-Bogen, da ist noch ein X-Bogen. Die sind alle auf Boden gestellt. Er hat noch zwei Single Inferno, aber er hat auch nicht mal ein Liga-Symbol. Bedeutet, wie lange sollen denn bitte die Inferno-Türme noch schießen können? Ich bin mal echt gespannt. Wir müssen auch noch ein bisschen farmen. Auf jeden Fall. Denn wenn wir farmen, Leute, dann ihr wisst es, dann müssen wir auf jeden Fall... auch noch für die Saisonherausforderung müssen wir auch noch ein bisschen was holen. Also es ist auf jeden Fall noch genug zu tun. Da ist er gleich. Ist er gleich kaputt. Der Elektrodrache, er kann aber noch einmal schießen. Noch. Yep, hat er noch einmal geschafft. Das ist jetzt wirklich die Frage. Vor allem, wie lange bleibt dieser Inferno-Turm denn bitte aktiv? Ich nehme jetzt einfach diese Base mal mit. Komm. Der ist jetzt gleich sowieso kaputt. Das ist der nächste Single Inferno. Wir lassen ihn mal schießen. Was habe ich denn da drin? Ah, Ballons. Ich habe ansonsten schon mal einfach so wild gemischt. Ein paar Truppen ausgebildet. Einfach mal, um zu gucken. Nein. Nein. Der Feger. Der Feger ist ordentlich am Rödeln. Was nehmen wir denn noch? Ein Hund. Ne, wir haben noch Ballons. 2, 3, 4. Ballons haben wir noch. Einen Hund haben wir auch noch. Ja, komm. Dann nehmen wir noch einen Zauber. Da müsste das eigentlich auch geritzt sein hier. Da müsste das alles fertig sein. Aber schon... Das ist schon übel irgendwie. Also, wir werden jetzt gleich mal weiterklicken, dann werdet ihr das noch sehen. Wahrscheinlich werden dann die anderen Bases auch alle so ähnlich sein. Okay, da oben ist noch ein Turm, den nehmen wir jetzt mal eben schnell mit. So, der ist auch kaputt. Die sind jetzt natürlich auf dem Weg dahin. Dann ist die Verteidigung schon mal weg. Also, das ist natürlich auch eine geile Base, ne? Muss man mal sagen. Ist natürlich auch eine geile Base. So, zünden. Ah, der eine Barbarenkönig ist noch da. Der ist uns jetzt aber erstmal egal. Den müssen wir jetzt einfach mal ignorieren. Hoffentlich klappt das. So, da muss noch alles kaputt. Ah, ich glaube, der wird noch gleich meinen anderen Barbarenkönig angreifen. Das ist nicht gut. Dann wird der Barbarenkönig ein bisschen Trefferpunkte verlieren. Ja, aber... Ja, er ist kaputt. Okay, es hat geklappt. Das war auf jeden Fall schon mal eine WTF-Base, oder? Das war auf jeden Fall schon mal ein... Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob ich die Folge so nennen soll. Weil einfach... der Loot auch immer so gut war und es irgendwie komisch ist. Ist das ein Hinweis, dass ein Update kommen muss? Ich meine, das kann ich euch so oder so sagen, dass ein Update kommen muss. Also da gibt es definitiv keine zwei Meinungen. Das ist so. Worum? So. Und dann würde ich mal sagen, fordern wir mal an. Loot, Felsenwerfer. So. Und gucken mal eben nach, was wir denn noch so ausbilden können. Ich habe doch gesehen, dass irgendwo noch eine Valkyrie war da nicht mehr. Boah, Valkyrie ist gerade mal auf 2. Also ich habe noch so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall hier noch upgraden muss. Das steht mal außer Frage, aber der Golem ist jetzt bald fertig. In 10 Stunden schon, Alter. Da muss ich mir wirklich mal was überlegen, was ich bis dahin noch mache. Habe ich denn was noch in der Schatzkammer? Habe ich auch nichts mehr. Okay, hier haben wir noch einige Punkte bekommen. Das ist schon mal gut. Okay, da kriege ich nochmal Dunkles und nochmal Gold. Und Bauarbeiterschub, yes. Und Ausbildungsschub kriegen wir halt auch. Das ist gut. Größere Saisonbank. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich hatte es ja verpennt, die abzugraden. Deswegen war sie ein bisschen am Überlaufen. Also was zum Beispiel auch wieder. Ich finde es dauerhaft. Deswegen, ich nehme jetzt einfach nur mal eben ganz schnell ein bisschen Elixier mit. Wir müssen jetzt wirklich nicht jede... Ich will jetzt hier wirklich auch nicht jede WTF-Base komplett auseinanderrödeln. Das ist... Es ist gar nicht nötig. Guckt jetzt gleich einfach mal, wie viel alleine schon die Elektrodrachen gleich machen. Denn ich möchte euch einfach noch ein paar Bases zeigen, um das mal noch ein bisschen zu verdeutlichen. In Kristall war es eigentlich noch schlimmer. Beziehungsweise für uns war es in Kristall noch besser. Da hatten wir noch viel mehr Bases, die eigentlich noch viel mehr Loot hatten. Also WTF-Bases mit noch mehr Loot, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht mal so viel Loot gewesen. Aber wir nehmen uns jetzt natürlich trotzdem noch eben... Ja, die 50% nehmen wir uns natürlich trotzdem mal eben mit. Das muss sein. Ja, das ist auch kaputt. Die Luftabwehr da unten. Jetzt haben wir 49%. Ja, haben wir auch gekriegt. Es ist halt so easy. Jetzt haben wir 3 Elektrodrachen benutzt, haben einigermaßen noch was rausbekommen. Das ist okay. Bisschen Gold ist noch da, aber wir... Ja, komm, wir geben auf. Wir geben auf und gucken einfach mal weiter. Passt mal auf. Es geht im Endeffekt... Ja, der geht sogar. Ist jetzt zwar nicht die schönste Base, aber würde ich jetzt sagen, geht noch sowas zum Beispiel. Alter, was ist los? Was ist hier los?
Es ist doch unglaublich. Vor allem, warte, die Adler-Dev. Ach, da. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn man die Adler-Dev nach außen stellt. Das ist immer super. Jetzt muss man überlegen, was wir da machen. Was nehmen wir für die Adler-Dev? Was nehmen wir für die Adler? Ich habe so viele Truppen, ich habe so viele unterschiedliche Truppen, das war nicht gut. Es war, glaube ich, nicht so schlau, das jetzt hier zu machen. So, nehmen Baby da hinterher. Lass uns mal eben. Wir müssen die Adler-Dev kriegen. Das ist ganz wichtig. Die Adler-Dev muss weg. Nein, 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 nein. Königin, bleib da weg. Königin, bleib da weg, bitte. Dankeschön. Okay, wenn wir die Adler-Dev haben, kann ich im Endeffekt von der anderen Seite vorgehen. Ich habe nur leider keine Clanburg mehr. Ich habe auch keine Sprungzauber, gar nichts. Das ist natürlich auch nicht so gut. Aber wir haben noch ein paar Riesen. Hat er was in der Clanburg? Hat so jemand was in der Clanburg? Nee, hat er nicht. Hätte mich auch ein bisschen gewundert. Ich habe allerdings echt nur einen einzigen Mauerbrecher. Das ist natürlich auch nicht so ganz so gut. Das ist auch nicht so gut. Und ich habe vor allem so viele unterschiedliche Truppen hier ausgebildet. Die muss ich jetzt erstmal alle setzen. Warden, hallo. Ich habe doch geklickt. Dankeschön. So. Wutzauber drauf. König hinterher. Ich habe gleich noch einen Wutzauber, den ich setzen kann. Muss ich auch auf jeden Fall tun. Freeze muss ich mal gucken. Okay, er hat Inferno-Türme, hat er. Allerdings, ja gut, jetzt ist der Inferno-Turm, war da schon mal so ein bisschen am Schießen, aber auch nicht der Rede wert eigentlich. Denn wenn er auf so Lava-Puppies oder so drauf schießt, ist er im Endeffekt erstmal egal. Noch nicht. Jetzt. So, da oben ist auch noch was. Da können wir eigentlich auch nochmal gleich einen Wutzauber, da können wir auch nochmal einen draufsetzen. Bitte, bitte kümmert euch relativ schnell bitte um den Inferno-Turm. Der ist jetzt gleich, ja, der ist weg. Einen haben wir noch. Einen Inferno-Turm. Wir haben auch noch einen Wutzauber übrig. Es war einfach abartig viel Loot. Es war einfach abartig viel Loot. Ohne Witz. Unglaublich. Unglaublich, was passiert. Unglaublich, was hier einfach abgeht. So. Kümmert euch bitte noch um den Inferno-Turm. Und dann holen wir uns tatsächlich den ganzen Loot. Mit diesen Truppen. Ich habe einfach irgendwas mal. Ich hatte einfach so ein bisschen durchgedrückt bei den Truppen, damit wir einfach ein paar lustige Truppenkombinationen haben. So, der Inferno-Turm ist weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind immer noch 300.000 und 275.000 da. An Loot. Das möchte ich natürlich noch gerne haben. Allerdings. Soll ich jetzt nochmal einen drauf? Komm. Wir müssen da noch gucken, dass wir auf jeden Fall noch eben die Luftabwehr, den X-Bogen noch kriegen. Der. Nein, die sind weggeflogen. Aber der Golem lebt noch. Da leben auch noch Eisgolems. Das ist auch nicht. Okay, wir schaffen es. Ich glaube, wir werden es schaffen. König lebt noch. Die Lava-Puppies leben noch. Der X-Bogen ist auf Boden. Das ist gut. Dann können die Lava-Puppies da ein bisschen noch machen. Ja, das müsste reichen. Oh, von der Zeit. Das ist noch, da vorne ist noch ein voller Elixiersammler und eine volle Mine. Oh, bitte. Lass es reichen. Bitte lass es reichen. Das wäre gut. Bitte, 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 bitte. Lass es reichen, bitte. Das wäre gut. 20 Sekunden. Dann sind immer noch 153.000 da, aber das schaffen wir. So, das ist weg. Da oben kümmert sich die Hexe noch um das, ja, um die Zauberfabrik. Das ist auch noch gut hier oben. Komm. 10 Sekunden. 8 Sekunden. 7 Sekunden, komm, 6, 5, also jetzt ist vorbei, jetzt ist sowieso egal, denn ob ich jetzt noch die 100% geholt hätte, das wäre sowieso egal gewesen, aber 899.000 Elixier, 6.000 Dunkles, ja, genau, ist klar, wir haben wieder was ausgebildet, ich würde mal sagen, wir nehmen ruhig mal wieder so ein bisschen gemischt, aber ruhig mal, ein paar Dunkle noch dabei, vielleicht kann ich gleich, na, wobei das ist zu teuer, also blöd, wir nehmen keine Dunklen, dann kann ich vielleicht tatsächlich... Kann ich vielleicht tatsächlich im Labor noch was machen, was ich auch wirklich gebrauchen kann? Vielleicht kann ich dann im Labor noch irgendwas Cooles machen. Zum Beispiel, was können wir da überhaupt machen? Wir haben 35.000. Wir kriegen noch ein bisschen aus der Saisonherausforderung. Das bedeutet, Valkyrie könnte ich machen. Zauber haben wir auch noch einige, die ich machen kann. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Wir können es ja schon mal... Ja, komm, wir fordern es schon mal ein. Dann haben wir es ein bisschen im Blick. 10.000, komm, ist da noch was? Ja, 7.500, 5.000, das müsste jetzt gewesen sein. Bedeutet, wir sind bei 58.000, das reicht locker aus. Wir müssen jetzt nur mal eben warten, bis der Rest fertig ist, bis der König wieder fertig ist. Na, dauert ein bisschen, na, 5 Minuten, aber geboostet. 1.666 Pokale, dann gucken wir nochmal, was wir noch machen können. Kurzer Cut, bis gleich. Okay, hier ist der nächste, wieder, es ist keine WTF-Base. Also ich weiß auch wirklich nicht, ob ich die Folge heute WTF-Base... Polizei nennen soll, aber naja, es ist auf jeden Fall ziemlich komisch, dass man so viele inaktive Bases findet, tatsächlich. So, jetzt gehen wir mal von
von oben, also von der Seite. Gehen wir mal rein. So, König hinterher, Warden auf Boden. Ich habe noch, okay, ich habe ziemlich viele Lufttruppen noch. Aber wir haben noch da einen. Da haben wir noch einen. Moment, Golem haben wir auch noch. Magier. Mauerbrecher, ich habe noch Riesen, oder? Einen einzigen Riesen. Aber ich habe noch eine Valkyrie. Ich habe noch eine davon. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das jetzt setzen. Setze ich da schon mal einen Wutzauber drauf? Ja, setzen wir. Ist natürlich geil. Das hat, glaube ich, jetzt gerade gar nichts gebracht, gerade den Warden zu zünden. Aber wir müssen mal gucken. Dann schicken wir da noch zwei drauf. Und noch da einen und da einen. Ich habe keinen König auch noch zünden. Da werden wir schon was drauf packen. So, ich muss echt gucken, dass ich mit den ganzen Zaubern nicht durcheinander komme. Wir haben einfach noch so viele Zauber übrig. Da müssen wir mal gucken, dass wir die halbwegs gescheit setzen. Ich habe noch einen Fledermauszauber, der kommt da drauf. Drachen habe ich noch. Bogis habe ich auch noch, die kommen da drauf. Ein Barbaren, ich glaube den Rest, können wir uns den Rest sparen? Ich glaube nicht. Was habe ich denn noch? Eilzauber, Wutzauber, zwei Freeze. Okay, du kommst noch dahin. Der Ballon auch noch. Aber ich habe noch so viele, ich habe noch Elektrodrachen, ich habe noch einen normalen Drachen. Das wird eigentlich reichen. König? Okay, kann ich noch zünden, das ist wichtig. Muss ich gerade erstmal gucken, wo ist der König überhaupt? Vor allem, wo ist er in der Leiste, ne? Die Leiste wird ja irgendwann einfach nur so unendlich lang hier unten. Das ist unglaublich, dann hat man irgendwann gar keinen Überblick mehr. Aber es wird reichen und dann können wir auf jeden Fall in 10 Stunden können wir auf jeden Fall im Labor noch was machen. Ich glaube, ich mache wirklich die Valkyrie erstmal auf 3. Königin pennt. Ansonsten 2,7 Millionen Gold, das bedeutet, da müssten wir eigentlich auch noch was upgraden können. Ich gucke mal nach. Ja, für 2 Millionen noch eine Bombe. Und für 1,6 Millionen auf jeden Fall noch eine Mauer. Für 1,6 Millionen Elex. Wie viele Mauern haben wir denn jetzt überhaupt? Ratet mal mit. Ich schätze, wir haben 75 Mauern auf 11. Das ist mein Tipp. Alle entfernen. 125 schon? Okay, ui. Wir haben jetzt fast schon, ja, die Halbzeit haben wir noch nicht erreicht, aber es wird. Es wird auf jeden Fall und irgendwann, wenn erstmal alle Mauern erstmal auf 11 sind, dann sieht das Dörfskin doch auch schon ganz anders aus. Dann sieht das schon mal wieder ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt allerdings nicht mehr so viel in der Schatzkammer. Können wir noch ein bisschen Gold einsammeln? Elex kann ich noch sammeln, das mache ich jetzt auch mal eben. Gold können wir auch noch sammeln. Dann können wir tatsächlich noch ein, zwei Mauern machen. Das ist gut. Weiter. Elex? Gold ist, glaube ich, nicht mehr vorhanden, oder? Habe ich jetzt was übersehen? Nein. No. Ausbildungsschub, perfekt. Ausbildungsschub, perfekt. So, wir gucken mal nach. Ich kann jetzt noch mit 2,2? Nein, wir können nichts mehr ausbauen. Es ist, das ganze Günstige ist jetzt erstmal weg. Das ganze Günstige ist erstmal weg. Wir können aber noch eine Mauer machen. Sogar noch ein, zwei Stück. So, oder auch noch eine. Zwei haben wir noch gemacht. Bedeutet, 127 Mauern sind jetzt schon auf 11. Das ist schon mal gut und dann sehen wir uns später wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall auch später wieder ein. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann bis später. Macht's gut. Tschüss.